Morgen. Leute, ich hatte wirklich eine gar nicht mal so schöne Nacht. Also zumindest ein Teil davon. Ich habe gerade schon direkt morgens der Dagi eine Sprachnotiz geschickt. Ich habe so einen Mist geträumt. Und ich bin aufgewacht, das war wirklich so mitten in der Nacht. Also es war nicht irgendwie am Morgen oder so, sondern ich bin von meinem eigenen Weinen Nacht geworden. Von meinem eigenen Weinen wach geworden. Es war so uncool. Oh mein Gott. Dann habe ich das auch realisiert, dass ich geträumt habe. Kennt ihr das, wenn ihr dann immer noch dieses Gefühl so in euch habt? Und dann habe ich einfach erstmal geweint. Dann habe ich erstmal 10 Minuten einfach geheult. Es war einfach so komisch, weil. Also manchmal sehen Leute ja anders aus im Traum, aber man weiß trotzdem, dass die das sind. Aber Dagi sah aus wie Dagi. Aber Dagi von früher, also Dagi, wie ich sie kennengelernt habe. So, wann habe ich Dagi kennengelernt? 2000. Ich weiß es nicht. 10, 9, keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Lang ist her. Und oh mein Gott, das war so wild. Also, es war wirklich ganz schlimm. Richtig aus tiefstem Herzen geweint. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ich bin wieder auf dem Dampfer und jetzt hauche ich mir irgendwie ein bisschen Leben ins Gesicht. Aber es ist hier gerade, irgendwie bringt es nichts. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen erfolgreichen Tag durchhalten. Morgen ist schon Freitag. Ich habe gerade was relativ Spannendes gemacht, denn ich war in einer quasi Hausausstellung, denn ich baue aktuell ein Haus. Ja, bei mir im Hintergrund laufen immer sehr viele Sachen, die ihr natürlich gar nicht mitbekommt, wie auch, wenn ich nie was erzähle. In dieses Haus werde ich aber nicht selber alleine einziehen. Das ist eher Mietobjekt. Vielleicht irgendwann eines Tages, wenn ich alt und grau bin, werde ich da vielleicht mal einziehen. Aber irgendwie habe ich mich mal von dem Gedanken verabschiedet, ein Haus zu bauen. Für mich selber. Weil ich irgendwie gerne in einer Wohnung lebe. Ja. Das habe ich jetzt so für mich beschlossen. Dieser riesen Klotz am Bein mit Garten, mit Instandhaltung, mit hast du nicht gesehen. Ich hatte das wirklich lange, also mein Leben lang ja, bis ich umgezogen bin in die Wohnung, die ich jetzt habe, mit Garten und Terrasse und so weiter und Eigentum. Oh, Leute, das ist ganz toll, wenn man den Luxus hat, das zu haben. Aber für mich ist es eher Belastung, vor allem weil ich nicht so ein gesetteltes Leben habe wie vielleicht manch andere. Sprich, ich habe nicht dieses, ja, yeah, heiraten, Kinder, Beziehung, bla bla. Das ist so. Das ist es irgendwie nicht für mich, glaube ich. Ich sage das jetzt, vielleicht denke ich in 10 Jahren anders, aber ich sehe mich da nicht, sage ich euch, wie es ist. Leute, ich habe hier einen kleinen Tipp für euch, okay? Ich wasche meine Beautyblender nicht normal aus, es sei denn, ich bin unterwegs, sondern ich packe die bei 60 Grad mit Handtüchern zusammen in die Waschmaschine, in einem Wäschesack. Das ist wichtig, weil sonst gehen die, glaube ich, kaputt. Und ich sag euch, sauberer wird's nicht. Also, und auch noch. Bakterien abtötend, das ist doch super. Natürlich, wenn ihr. Ich wollte sagen, natürlich ist es wichtig, dass ihr das jetzt nicht mit weißen Handtüchern wascht, aber ich mache das mit Buntwäsche, also Handtücher, Bettwäsche, whatever. Toll. Also, vielleicht nimmt die Farbe da ein bisschen ab, aber mir ist das egal, welche Farbe die hier am Ende haben. Ja, so mache ich das immer. Aber probiert es vielleicht erstmal mit einem aus. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass eure Beautyblender alle kaputt sind.
Und nochmal zum Thema Haus. Ich kann das absolut nachvollziehen. Auch und diese Wünsche nach Haus und Garten und Kindern und bla bla bla. Und weiß ich nicht, irgendwann ein Eigentum haben. Gerade jetzt, wo das für viele einfach auch so ein Traum ist, der irgendwie in weite Zukunft rutscht. Da die Zeiten sich einfach geändert haben und es nicht mehr so war, ach ja, jeder baut sich ein Haus, sondern es fehlt einfach an allem. Es fehlt da einfach an Mitteln, an Geld, an Platz. Es ist nicht mehr so, dass so viele Grundstücke einfach so zum Verschenken rumliegen. Und deswegen, ich verstehe das absolut. Nee, ich glaube, mich belastet dieser Gedanke eher, als dass er mich glücklich macht. Also ich glaube, ich bin in einer kleineren Wohnung glücklicher als in einem großen Haus. Sage ich jetzt. Natürlich, logischerweise muss ich auch das Haus instand halten, was ich jetzt baue. Also, ne? Aber es ist so, es ist auf einer anderen Ebene. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber für mich ist es so. Und ihr fragt mich so oft nach meinen Nägeln gerade. Das ist auch so natural. Einfach so eine schöne Farbe. Und die sieht bei vielen so ein bisschen mehr lila aus fast, weil die wahrscheinlich dickere Schichten drauf machen. Also hier sind zwei ganz dünne Schichten drauf. Und ja, das sind komplett meine eigenen Nägel. Das ist nur Neonail. Den verstärkt die immer ein bisschen. Und Hardbase. Perfekt. Liebe die. Ich finde das übrigens so schön zu sehen, wie ihr ein Hobby entwickelt habt durch Neonail. Also wirklich, ich sehe jeden Tag tolle verlinkte Fotos, wo ich drauf verlinkt bin, wo meine Farben genutzt werden. Es ist wirklich Wahnsinn, wie talentiert ihr seid. Und es gibt aktuell Prozente auf alle Sets, außer reduzierte und Aktionsware natürlich. Und es gibt aktuell auch 15% auf Red Colors. Heißt also, die wunderschönste, wirklich wunderschönste dunkelrote Farbe, und zwar Wine Time, ist selbstverständlich auch dabei. Darauf gibt es auch Prozente. Und ihr könnt auch mein neues Winterbundle abchecken. Die Farben aus dem Bundle gibt es übrigens jetzt auch einzeln zu kaufen. Also checkt auf jeden Fall die Seite aus und verlinkt mich weiterhin auf euren tollen Designs und tollen Nägeln. Leute, ich weiß nicht, ob ihr Make Love, Fake Love auf RTL Plus schaut, aber jetzt in der letzten Folge fühle ich mich gerade, als würde ich bei einem Softporno zuschauen. Und ich habe mich gerade selber so ein bisschen geschämt einfach. Und ich wollte eigentlich weggucken, aber ich konnte nicht weggucken. Boah, also. Das mit diesem Max ist wirklich hart. Ich meine, der ist hot. Safe. Aber boah, das ist echt. Oh Gott, das ist mir immer unangenehm alles. Also Leute, natürlich ist es total schlimm, ne? Was der da macht und so. Also der hat eine Freundin zu Hause. Aber Leute, das ist halt auch der Sinn des Spiels. Natürlich, wenn das vorher mit seiner Freundin anders abgesprochen war, ist es natürlich ziemlich ungeil. Aber wenn man in so eine Show geht, ne? Was soll ich euch sagen, ne? Und der Max macht das wirklich sehr, sehr gut. Also der hat das nicht zum ersten Mal gemacht, glaube ich. Und ich glaube, das sagen selten Frauen nein. Deswegen, ich kann Jelis da auch absolut verstehen, gerade in diesen Situationen. Aber, hui! Hi.